Hallo, in dieser Sequenz beschäftigen wir uns mit She Turns und He Turns. Also sie dreht und er dreht. Das Ganze passiert aus der offenen Position. Da wir uns jetzt immer schon ein bisschen mit dem Drehen hier beschäftigt haben, kurz einmal auch eine Info zu den Schuhen. Das, was wir hier haben, ist ein ganz normaler Sneaker, der eine glatte Chromledersohle von einem Schuster runterbekommen hat. Das ist kein Originalhandschuh, sondern normalerweise wäre der nicht so schön glatt. Achten Sie bitte darauf, dass Sie glatte Sohlen haben, Leder oder eben eine Chromledersohle, die vom Schuster runtermachen lassen, damit Sie beim Drehen nicht zu stark behindert werden und das danach auf Ihre Knie oder Hüfte geht. Nur so, Papa. Okay, She turns. Wir haben die offene Position, normal Hand Position, normale Handposition, ich links, sie rechts. Und das sieht so aus, Rock, Step, Triple Step, 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 Triple Step. Nochmal, Rock, Step, Triple Step, 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 Triple Step. Und dann weiter von hier. Rock, Step, Triple Step, 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 Triple Step und Rock, Step, Triple Step, 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 Triple Step. An dieser Geschichte ist jetzt nicht so viel zu machen. Wichtig ist, man geht dem Follower einfach nur aus dem Weg. Das heißt, der Follower behält seine Richtung bei und man geht ihm aus dem Weg. Die Drehung wird immer über den Kopf des Followers ausgeführt. Man zieht den Follower nicht aus seiner Achse. Wir machen mal ein schlechtes Beispiel. Rock, Step, Triple Step. Nicht gut, sondern die Hand, die Drehung wird immer über den Kopf des Followers ausgeführt. Rock, Step, Triple Step. Step, Step, Triple Step. Und die Hand wird langsam und soft wieder runtergeführt. Das könnte sich schon merken, weil das was mit Head Count zu tun hat. Okay, das an der Stelle. Bei He Goes ist es im Prinzip In. Das heißt, da dreht er ja. Das heißt, er geht unter dem linken Arm, unter dem rechten Arm seines Followers unten durch. Sieht so aus. Rock. Step, triple step, 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 triple step. Bei der Bewegung kann ich natürlich meinen fünften Schritt nicht nach hinten setzen, sondern arbeite mich einfach nur nach vorne durch. Nochmal. Rock, step, triple step, 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 triple step, rock, step. Auch hier muss ich immer sehen, dass die Abstände eingehalten werden, dass danach immer noch ein Rockstep wird. Das heißt, wenn ich selber mich drehe, sehe ich ja relativ spät, was der Follower macht. Aber ich merke es natürlich auch in meinem Arm. Das heißt, ich muss da sehen, dass ich meinen Abstand wieder einhalte. Noch einmal. Rock, Step, Triple Step, 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 Triple Step. Und ich muss gegebenenfalls auch sofort nach vorne gehen. Kann ich nach hinten gehen. Je nachdem, wo mein Follower sich hinbewegt oder ich versuche, ihn hinzuführen. Okay. Das ist He Go, He Turns und She Turns. Wir machen das mit Musik.